Moin, willkommen bei Nordbikes, eurem Fahrradspezialisten in Bremen-Wackershausen. Mein Name ist Andreas Kulbatzki und ich zeige euch heute, wie wir bei dem alten Schmuckstück hier versuchen, die Trommelbremse wieder in Stand zu setzen und sehen uns gleich wieder bei der Schadensanalyse. Ja, Kunde ist zu uns gekommen, wir sollen eine Inspektion machen. Sie hat Probleme mit der Vorderbremse. Hierbei handelt es sich um eine Trommelbremse, eigentlich fast ein unzerstörbares Bauteil. Das Rad ist gute 20 Jahre alt, doch jetzt haben wir das Problem, dass die Trommelbremse quasi nicht mehr zurückgeht. Es kann jetzt zwei Optionen haben. Zunächst einmal die Mechanik in der Trommel, also den Bremshebel hier quasi. Also es geht halt nicht zurück und jetzt blockiert das noch, wenn sie reinzieht. Jetzt schleift die Bremse und das kann natürlich auch der Bauumzug sein. Ja? Wir haben im letzten Video schon gesehen, haben wir meinen Bauumzug erneuert. Das funktioniert hier ganz ähnlich, nur dass ich hier noch eine andere Ansteuerung habe. Hier kann ich den Bauumzug nochmal einstellen. Um jetzt festzustellen, wo es genau dran liegt, werden wir jetzt einmal das Vorderrad ausbauen und einmal auseinanderschrauben und uns die Trommel mal von innen angucken. Moin! Pakete! Ist heute schon Weihnachten? 7 Stück! Ja. Wie lange? Dann kommst du nur mit einem hier rein. So, wie viele Hände hast du? Wie viele Pakete kannst du von... Ja, komm mal mit, ja, komm mal mit! Ja, mit mehr Hände würde ich im Zirkus arbeiten. So, hier ist jetzt die Aufnahme. Das können wir einfach zurückziehen. Was nicht reicht, drehen wir diese Rändelmutter ein bisschen lockerer. Jetzt können wir die Bremse quasi aushaken. Ist hier einfach nur eingehakt. Und den Zug kann ich hier auch nach oben weghaken. Hier ist der Arm. Und da merke ich schon, das ist nicht gut. Hier haben wir einfach, das ist viel zu schwergängig. Und deswegen bauen wir das mal aus und gucken uns das genau an. Zum Ausbauen ganz einfach die Achsmutter lösen. So. Achsmutter, Scheibe. Hier habe ich noch eine Fixierscheibe mit einer Nase. So, andere Seite genauso. Jetzt müsst ihr schon aufpassen. Rad festhalten, von oben einen drauf geben und schon fällt es raus. Achtet gleich auch bitte hier drauf. Hier ist eine Plastikkappe. Die sitzt nachher hier drauf. So, die ist dafür da, dass die Bremskraft, die auf den Rahmen übertragen wird, quasi, dass das nicht immer hin und her schlackert im Bremslastwechsel. So, ich spanne das Vorderrad jetzt auf der Seite ein, wo nicht die Trommelbremse ist. Hier merkt man auch schon gleich, ob das Lager noch gut läuft. Das Lager dreht noch gut, merkt auch schon, hier ist was lose. Wenn wir das einspannen, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich wie hier zwei flache Kanten. Dann nehme ich Alubacken weg und kann das natürlich auf die flachen Kanten im Schraubstock einspannen. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn nur ein Gewinde vorhanden ist, weil dann würde ich das Gewinde beschädigen. Dann müsste ich weiche Alubacken nehmen, um das Gewinde zu schonen. So, fest ist es. Was ich eben schon gemerkt habe, Schraube ist lose, soll sie nicht sein. Aber wir müssen sie ja eh demontieren. Ah, hier ist stramm. 17er Schlüssel hier in dem Fall. So, wir legen uns das wieder in Reihe weg. Der ist auch ganz wichtig. Und schon haben wir die Trommel. Die Trommel haben wir hier. Hier haben wir halt die Mechanik. Wie wir da schon sehen, jetzt gucken wir uns mal ganz an. Und wie wir hier schon sehen können, auf diesen Flächen hier hat sich ordentlich Oxid angesammelt. Das heißt, dadurch wird halt die Kraft übertragen vom Bremsgriff und das funktioniert hier nicht mehr. Das heißt, ich gucke mir jetzt nochmal die Trommel genau an, die Bremsbeläge sind auch gut vorhanden und dann machen wir das Ganze mal wieder gängig. Trommel fühlt sich noch gut an. Jetzt muss man sagen,
Ganze nach 20 Jahren. Ja, also ich habe noch ordentlich Belag drauf. Diese Trommeln wurden wirklich, beziehungsweise diese Trommelbremse wurden wirklich für die Ewigkeit gebaut. Sollten die Belege mal oder dass die Mechanik hier wirklich kaputt sein, dass man es nicht mehr reparieren kann, dann kann man das leider nicht tauschen. Theoretisch schon. Nur leider ist es so, dass sich die Belege quasi auf die Trommel einfahren und andersrum genauso. Und wenn ich dann die Mechanik, die Belege erneuere, dann klemmt das natürlich, beziehungsweise kann auch zum Blockieren führen der Bremse. Und man müsste eigentlich Trommel in Einheit mit dem Backen austauschen. Das ist natürlich ein sehr teurer Spaß. Also in dem Fall werden wir Folgendes machen. Wir schleifen die Bremsbeläge einmal an und reinigen sie somit auch einmal genau. Da könnt ihr ruhig etwas gröberes Schmirgelpapier nehmen, in dem Fall jetzt die 120er. Natürlich beide Seiten. Das Ganze pusten wir einmal aus. Und jetzt fangen wir mal an, die Mechanik ein bisschen gängig zu kriegen. Hierfür nehme ich jetzt an die Gelenke ein Tropfen Öl. Hier auch, wie gesagt, nur am Gelenk. Das muss ich gleich auch noch reinigen. Hier ein bisschen. So. Und da, wo die Kraft übertragen wird, da nehme ich Fett. Hier mache ich einmal Fett rein. Und hier mache ich Fett drauf. Ihr müsst natürlich vorsichtig sein, es darf auch kein Öl oder Fett auf die Bremsbeläge kommen. So, kann ich die hier sogar einmal komplett rumdrehen, dass sich das Fett richtig schön einreibt hier. Und schon habe ich wieder eine saubere Mechanik. Mache ich jetzt alles schön sauber, hole mir dazu einen frischen Lappen, Bremsenreiniger. Und reinige das alles einmal. So. Bremsenreiniger. Wieder alles Überschüsse so ein bisschen abtupfen. Passt auf, dass die Bremsbeläge nichts abkriegen. Außen einmal sauber machen. Deswegen auch wirklich sehr sparsam da mit dem Tropfen Öl. Ja. Wischen wir nochmal eben die Bremsbeläge per se ab. So, Mechanik ist wieder in Ordnung. Das können wir wieder einbauen. Bevor wir das einbauen, kommen wir nochmal zurück zur Trommel. Ja, Trommel schleifen wir jetzt auch einmal eben aus. Können wir selber Schmirgelpapier nehmen. Können die einmal richtig schön lang reiben hier. Richtig schön sauber machen. So. So, jetzt einmal den Staub auspusten. Schön wegpusten, die Eier atmen. Und hier ist auch mit der sauberen Seite des frischen Lappens einmal kräftig auswaschen. Das ist nämlich ganz wichtig. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn die Bremse quiekt. Bauen wir das Ganze zusammen. Jetzt müssen wir darauf achten. Das war die Grundstellung. Ich habe jetzt hier zwei flache Seiten. Das heißt, das Rad wird gleich in die Narbe eingebaut. Und dann muss ich natürlich darauf achten, wie ich es mache. Also wenn jetzt hier die Gabel die Aufnahme nimmt und ich das so baue, passt das nachher nicht. Deswegen müssen wir da gleich darauf achten, bevor wir es festziehen. Das ist wieder unsere Buchse, Scheibe und machen mal ein bisschen Fett ans Gewinde, weil das eben doch relativ schwergängig ging, dass die Mutter ein bisschen angerostet ist, ist völlig egal, bis die durchgerostet ist, hat die uns alle überlebt. Hauptsache das Gewinde, jetzt ist das schon leichtgängiger, ist in Ordnung. Oder weich. Also jetzt ziehe ich erstmal, jetzt ziehe ich den Bremsarm an. Somit zentriere ich die Bremse. Ich gehe jetzt davon aus, dass das hier passt.
werde euch gleich zeigen, was ich meine. Zieh den einmal komplett fest. So, Mechanik ist da. Jetzt können wir schon mal die erste Funktionskontrolle machen. Das ist gut. Ich höre jetzt erstmal nichts quieken, also so funktioniert sie für mich ganz in Ordnung. Es kann manchmal sein, dass eine Bremstrommel auch irgendwann einfach kaputt ist. Dass sie, wie gesagt, zu viel Bremskraft entwickelt, weil die Gelenke oder hier das Gelenk einfach zu sehr ausgeschlagen sind. Und dadurch verkantet sie sich einfach beim Bremsen. Und dann kann es wirklich zum Blockieren kommen. Und das darf natürlich nicht sein. Also es ist mir schon mal passiert. Ich habe ein schönes altes Hollandrad aufgebaut, habe eine Probefahrt gemacht, es hat sich blockiert und hat so die Gabel weggekriegt quasi. Und da muss man echt drauf achten. Also hier darf nicht zu viel Spiel sein. Ein bisschen Spiel ist in Ordnung. Aber wenn das richtig ausgenudelt ist, dann Finger weg. Dann muss das Vorderrad eigentlich mit Trommel komplett erneuert werden. Was natürlich schade ist, weil diese Dinger gibt es eigentlich nicht mehr. Diese Edelstahlfelgen gibt es nicht mehr. Diese Trommelbremsen muss man gucken, speziell nochmal bei Gazelle anfragen. Ist halt schwierig und wenn man es kriegt, auch sehr sauteuer. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze passt, dass das mit der Aufnahme hier passt. So, wie ich eben schon gesagt habe, nicht hier vergessen, diese Kappe. Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ich muss nämlich hier oben reinführen in diese Aufnahme. Und der Winkel muss auch stimmen, das tut er jetzt. Und das muss alles gleichzeitig drin sein. So, wenn ich das jetzt habe, dann kann ich natürlich beigehen. Die Nasenscheiben bei dem Gazelle, das ist Standard. Dann kommt der Schutzblechhalter, die Schutzblechstrebe. Dann kommt die Scheibe und dann kommt die Achsmutter. Das ziehe ich jetzt erstmal. Also wegen der Nasenscheibe kannst du jetzt natürlich nicht mehr nach unten rausfallen. So, jetzt hier. Dasselbe Spiel, Nasenscheibe, Strebe, Scheibe. Und jetzt müssen wir mal prüfen, ob die Achsmutter einen Deck hat. Hier geht sie drauf, haben wir auf der anderen Seite vielleicht einen Grat. So, jetzt kann ich auch hier mal handfest anziehen. Löse hier nochmal, baue das mittig ein. Ich arbeite immer mit einer Seite. Jetzt kann ich die andere Seite nehmen, ziehe das Rad rüber. Zieh fest, guck, ob es mittig ist. Ist es nicht, es ist noch zu weit da. Also löse ich diese Seite. Müsste so ein bisschen austarieren, dass das schön gerade mittig drin ist. Könnt ihr hier vorne die Finger reinstecken. So, löse ich nochmal, zieh das rüber. Und jetzt ist es mittig drin. Jetzt ziehe ich die Achsmutter natürlich ordentlich fest. Und das Laufrad mit der instand gesetzten Mechanik ist wieder drin. Was mir aber eben auch nicht gefiel, ist der Bremszug. Halten habe. Kann ich euch das mal hier zeigen. Hier seht ihr, wie brüchig er ist hier. Da läuft dann auch Wasser rein. Den Bremszug erneuern wir jetzt mit. Aber bei der Trommelbremse ist es einfach so, ja, sie hält ewig, sie ist aber eine sehr ineffektive Bremse, also hier wird da kein Anker mitwerfen. Und ich sag mal, jeder Bremskraftverlust von hier nach da lässt das natürlich noch ineffektiver werden. Deswegen machen wir jetzt einen neuen Bremszug, dass wir davon ausgehen können, dass die Bremskraft aus der Hand auch, ich sag mal, nahezu 1:1 wirklich auf diesen Arm übertragen wird und ich damit ideale Bremsvoraussetzung habe, so gut es denn geht bei der Trommelbremse. Wie wir den Bremszug erneuern, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt in dem anderen Video. Es ist vom Prinzip hier genau dasselbe. Die Ansteuerung ist ja ein bisschen anders. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt einmal die Hülle ablegen, einen neuen Bremszug einlegen und hier haben wir den Fall, hier haben wir jetzt nicht den Walzennippel, sondern hier haben wir einen Birnennippel. Das ist übrigens derselbe Nippel, wie auch beim Rennrad verbaut wird. Ja, und dabei könnt ihr mir jetzt im Schnelldurchlauf zugucken. Mal so ein Bremszug-Set mit Birnennippel und Walzennippel. Das ist so ein Holland-Set. Und hier habe ich auch unten nochmal die Rändelmutter. Im Original war es so, dass diese Einstellmechanik
hier verplombt ist. Das heißt, es war ein fertig angefertigter Zug, da konnte ich nichts einstellen, nichts ablenken oder sonst was. Hier ist es dann so, dass man das auf eine Madenschraube quasi umgerüstet hat. Ich kann den Zug nachher einstellen und kann das halt mit dieser Madenschraube variieren. Das heißt, dieser Zug ist universal für alle Trommelbremsen. In dem Fall haben wir dann eine besondere Führung. Das hake ich hier ein. Und oben wird einfach nur reingesteckt. Ja, und fällt eigentlich auch schon so raus. So, und diese Apparatur wird dann hier einfach gleich reingesteckt. Und so habe ich dann quasi die Bremskraft. Vorher kommt natürlich noch die Hülle rein. So, jetzt haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Einstellschraube. Ich fädel den Zug hier durch, öffne die Madenschraube. Das sind übrigens so kleine Schrauben, die kriegt ihr nicht im Baumarkt. Das heißt, einfach nicht verlieren, sonst braucht ihr das ganze Ding wahrscheinlich neu. Ziehe ich den hier durch. Madenschraube rein. So, jetzt kann ich ihn noch verstellen, leg das vorne hier ein, spann das schon mal ein bisschen, so, kurz vor Anschlag bin, und jetzt drehe ich die Madenschraube fest und ja, Drehmoment, keine Ahnung, ein bisschen nach Gefühl, das ist eine Madenschraube, der Zug muss klemmen, wir machen aber gleich auch noch einen Bremstest. So, jetzt habe ich die Mechanik wieder hergestellt, ich ziehe am Bremsgriff. Und der Befehl kommt unten butterweich an. Jetzt ist das noch ein bisschen weich. Jetzt kann ich den hier, wie gesagt, einfach mit der Mutter ein bisschen verstellen. So. Immer noch ein bisschen weich. Das heißt, ich drücke ihn wieder ein bisschen zurück. Auch ein bisschen gefummelt. So. Und jetzt habe ich wieder eine schöne Bremse. Zack, da bremst er wieder. Einmal eben hören, es quietscht nicht. Also wenn ich die Bremse ziehe, ist ganz oft mal der Fall, wenn die wirklich ausgehärtet sind, die Bremsbeläge, dann quietscht das echt ungemein und das kriegt ihr dann auch nicht weg. Auch in dem Fall ist dann halt das Vorderrad kaputt. Aber wie ihr seht, hier in diesem Fall konnten wir das wieder retten. Wichtig ist da nachher nochmal eine Probefahrt zu machen. So, den Zug knüpfen wir jetzt noch ab. Und machen natürlich die obligatorische Endkappe mit drauf, knipsen die zwei, dreimal an und die Reparatur ist somit vollzogen. In dem Fall konnten wir die Bremse wieder instand setzen. Sie funktioniert wieder. Also nach meiner Erfahrung ist die jetzt echt gut, aber ihr seht, ich kann voll durchziehen und kriege das Rad trotzdem noch. Also ich krieg's nie zu blockieren mit der Bremskraft. Das ist aber auch im Neuzustand eigentlich so. Und eigentlich auch so gewollt. Dafür ist sie halt enorm haltbar. Ich werde gleich noch eine Probefahrt machen. Bei der Probefahrt werde ich natürlich die Bremse auch wieder voll betätigen, um zu gucken, ob zu irgendwelchen Ausfällen kommt, beziehungsweise ob die jetzt quiekt oder ob sie doch zu stark blockiert. Aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung ist die jetzt wirklich tipptopp. Ja, 20 Jahre altes Hollandrad, Bremse in Stand gesetzt mit ein bisschen Fett und einem Bremszug. Das kann sich sehen lassen, das ist doch noch Qualität. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Andreas.